wenn Sie den Titel lesen, falsche Welt, dir traue ich nicht, dann hat man schon eine Vorahnung, was da alles wieder von verminderten Skorpionen bis Septakkorden von Herrn Johann Sebastian Bach erklingen und erstechen werden. Sie kommen vor und dennoch ist dieser Titel für mich persönlich etwas irreführend. Und ich wollte dich, Karl, eine erste Frage stellen. Wenn du dieser Kantate, wir haben sie ja studiert, ein Motto geben würdest, vielleicht mit Worten des unbekannten Textdichters, für was würdest du dich entscheiden? Also sicher nicht für dieses erste Wort, sondern ich würde den ersten Satz von Arie 5 nehmen, ich halte es mit dem lieben Gott. Das ist eine schöne Idee, ich halte es mit dem lieben Gott. Er ist meine Stütze, meine Partei. Es gäbe noch eines, das mir in den Sinn gekommen ist. Karl, könntest du das erraten? Man könnte auch sagen, Gott ist getreu. Jein, ist auch schön. Nicht? Das klingt wie eines der alten Kirchenlieder. Hm. Oder mit dem So bleibt doch Gott mein Freund. Gefällt mir auch gut, aber ich hätte mich entschieden für Gott mit mir und ich mit Gott. Mhm. Ja. Es klingt doch fast so wie eine Parole. Mhm. Gott mit mir und ich mit Gott. Ein ganz wichtiger Satz in dieser Kantate. Und so beginnt dann auch die Musik. Vielleicht kennen Sie sie sogar. Vielleicht haben Sie dieses Stück in Ihrer Plattensammlung. Und dann gibt es diese wunderbare Stimme, die dann ein bisschen quer in der Landschaft liegt. Die geht nämlich so. Keine Angst, Sie müssen es nicht nachsingen. Auch wenn Sie Lust haben, vielleicht kommen wir schon noch heute Abend zum Singen. Man meint, es sei ein Hornkonzert. Und durchaus richtig, das zweite Horn, nämlich das erste, das kommt erst im zweiten Takt, das macht dann Folgendes. Das, der obere Ton war zu tief, aber das wird dann unser Tonmeister auskorrigieren, wenn das nicht ganz stimmt, nicht für unsere Einführung. Es sind Hornrufe, und zwar ließ ich mir von meinen beiden Hornisten sagen, das seien echte, richtige Jagdhornrufe, die Bach hier verwendet. Vielleicht mögen Sie sich an die Kantate in Zürich erinnern. Dort kommt auch so ein Rufmotiv vor, nämlich wird zitiert in ganz verschiedensten Zusammenhängen. Das war ein Leipziger Trompetenruf. Und hier in diesem brandenburgischen Konzert Nummer 1, das Bach bereits verwendet hatte, bereits eine große Reinschrift genommen hatte, er nimmt dieses Stück als Sinfonia von dieser Kantate. Ich möchte Ihnen einige kleine Ingredienzien zeigen. Nehmen wir doch unser Arbeitsblatt, Buchstabe A, ganz oben links die Nummer 1. Da hören Sie dieses Dreiklangsmotiv. Und dann gibt es diese Trillerfigur, die macht. Kennen Sie das? Ja, genau. Das ist ein Stille-Nacht-Motiv.
das auch in O du Fröhliche vorkommt. O du Fröhliche. Alle Kinderlieder arbeiten mit dieser Sechste hier. Ich glaube, eine große Fröhlichkeit ist drin. Denken Sie an Halleluja, 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 Halleluja. Lieblichkeit im Appenzellischen. Immer wieder finden wir diese Elemente der Fröhlichkeit. Die Hornfanfare habe ich Ihnen bereits gezeigt, das ist Nummer 3. Und hier kommt etwas Verrücktes. Sie hören, es ist nicht im normalen Rhythmus. Wir hatten. Könnten Sie das mal sagen, bitte? Komm, nicht aufgeben. Also, es ist ein Doppelrhythmus. Ich kann Ihnen es noch schöner zeigen. Polymetrik, Polyrhythmik ist hier drin. Und dieser Anfang, ich nehme an, als die Musiker das für den Hof spielten, dazumals, meine Güte, was macht der Johann Sebastian Bach wieder für verrückte Sachen? Vielleicht dachten sie sogar zuerst, es sei ein Fehler. Und nachher hörten sie, ach, das war unser Jagdruf, komm, wir gehen auf die Schnepfenjagd. Oder was man sich da alles Schönes, Herrliches vorstellt mit den entsprechenden Weinen und Bieren. Schauen wir uns noch die Nummer 4 an, auch im Abschnitt A. Bei 4 haben wir einen Tetrakord. Was ist das? Tetra 4, 4 Noten. Nam, 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 nam. Und na 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 die Antwort dazu la, da, da, da. Man kann nämlich beides zusammenspielen pa, da, 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 da. Oder di, 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 di. Ein Motiv der Überleitung und dann die Hörner, die bei Nummer 5 zu sehen sind, Gorni Takt 36. Hören Sie mal, wie das geht. So hinein. Und wenn wir das als Hänschen-Kleinfigur anschauen, wäre es Hänschen-Klein, geht allein und so weiter. Das kann man sich vielleicht so merken. Das war nur ein pädagogischer Kniff. Hat also mit Johann Sebastian Bach und dem Affekt nichts zu tun. Mindestens habe ich es nicht beabsichtigt. Aber hören Sie vielleicht doch, wie das klingt. Ich versuche, oder möchten Sie die Hörner singen? Das ist nämlich lustig. Sie müssten Kopfstimme singen, Männer. Frauen dürfen auch mitsingen, probieren wir es einmal. Ein mit einem Hornimitat, bitte. Puh, ist sehr gut. Und? Puh, puh, puh. Man könnte auch sagen, puh, 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 puh. Aber wir wollen das nicht so machen. Jetzt singe ich das zweite hier Horn hinein, bitte. Achtung, Sie, das erste. Puh, puh, puh. Und wie klingt das? Ich habe es auf Lady Yamaha eingespielt. Ist nur die richtige Stelle noch gefunden, weil Bach in diesem Stück hat viele Instrumentengruppen. 2 Hörner, 3 Oboen, ein Streichensemble mit einem Fagott und einem Basso Continuo. Also eine richtige Festplatte. Man hat den Eindruck, da wird ein großes, feierliches Gastmahl aufgetragen und beste Weine dazu kredenzt. Jetzt das Beispiel. Haben Sie diesen Akkord gehört? Sicher kennen Sie ihn. Was hat ein verminderter Septakkord hier zu suchen und in dieser großen Ausdehnung? Es ist spannend, dass Bach in den brandenburgischen Konzerten immer wieder großartige harmonische Einfälle hat.
und so auf diese Art und Weise plötzlich einen Akkord ins Zentrum stellt, der sonst vielleicht eine Angelfunktion, eine Scharnierfunktion inne hat, hier sozusagen fast als Höhepunkt. Und aus dem Chaos löst er auf und sagt, where was the problem? Ja, ein herrliches, berauschendes Stück, das Bach sich ausgesucht hat für die Kantate. Und wenn Sie noch da vorne schauen, falls, che, we, lt, dir, prr, au, ich, nicht, da wird es noch schrecklicher, wie im Text. Aber ich habe jetzt doch eine Frage nach dem Sinn dieser Ouvertüre. Um diesen Ausdruck zu verwenden, nach der Kantate ist vor der Kantate. Ich muss ja immer bald nachher wieder vorbereiten. Und als ich das anschaute, falsche Welt, ich traue dir nicht, müssen wir das jetzt haben an diesem schönen Abend. Und dann ist ja die Sinfonia vorher, da habe ich das gehört. Und wenn man das hört, diese Musik, fühlt man sich schon versetzt in einen barocken Fürstensaal. Noble Herrschaften sind da am Tafeln und Johann Sebastian Bach in persona musiziert. Was soll das jetzt? Macht er sich dann lustig darüber, dass man nachher sagen kann, falsche Welt, dir traue ich nicht? Ist also das so? Oder ist das die Ouvertüre für das, was am Schluss dann kommt? Es bleibt ja gar nicht mit bei dem Jammerlied in Nummer 2, sondern es geht dann weiter. Gott ist auf meiner Seite, er ist mein Freund und so weiter. Geht es, ist es gleichsam die Ouvertüre, die hinzielt auf den fröhlichen Christen, der sich an Gott wendet? Eine sehr spannende Frage, Karl. Ich habe ja mir diese Frage auch gestellt. Was könnte Bach bewegt haben, anstelle einfach mit dem Rezitativ zu beginnen, was er durchaus in gewissen Kantaten tut. Es muss nicht immer eine Musik erklingen, hier diese prachtvolle Sinfonia ansetzt. Und natürlich ein erster Gedanke ist, ja, so ist es beim Fürsten. Eben die Tafel, die ich Ihnen gezeigt habe, die Jagdhörner, sehr weltlich geht es zu und her. Und nachher, falsche Welt, ich wende mich von dir ab. Das ist eine Deutung, die durchaus auch in den Büchern zu lesen ist und die ich bestens nachvollziehen kann. Die Idee aber, dass du sagst, nein, wir kommen aus dem Paradiesgarten Gottes mit allen Kreaturen, weil die Löwen und die Schafe sind ja friedlich beieinander nach der Vision, nach der Weis. Gell, du musst doch sagen, ich habe viel gelernt bei Karl Graf in diesen 40 Jahren des biblischen Unterrichtes in der St. Lorenzenkirche. Nein, Entschuldigung, Selbstrum stinkt. Aber es ist so, ich glaube, das ist eine andere Deutungsmöglichkeit, dass man sagt, die Pracht der Hörner, die Pracht des in sich ruhenden F-Durs, sogar der verminderte Septakkord kommt vor, er wird aufgelöst, ist die Darstellung so, wie es war, wie es ist und es sein wird. Also eine übermäßige Dimension. Das ist die Frage. Und ich denke, wir versuchen jetzt durch den Durchlauf der Kantate zu entscheiden, wie wir uns dafür eingleisen wollen und natürlich entsprechend die Interpretation heute Abend bei der Aufführung. Wie gesagt, nun kommt dieser gewaltige Text. Vielleicht könntest du uns ein bisschen hineinführen, die Nummer 2, der titelgebende Rezitativtext. Falsche Welt, dir traue ich nicht. Ja, falsche Welt, ich traue dir nicht. Dass man unter Skorpionen wohnen müsse, das stammt aus dem Buch Ezechiel, der davon betroffen war. Oder unter falschen Schlangen wohnen. Jesus hat vorausgesagt, dass auch die Christen in solche Situationen kommen könnten. Also, und dass statt Redlichkeit Falschheit und Heuchelei vorhanden sei, das hat sich ja eigentlich auch herumgesprochen in der Zeit. Das wissen wir, man muss nur die Zeitung anschauen. Dann nimmt der Dichter natürlich ein möglichst drastisches Beispiel über die schlimmen Verhältnisse.
wenn es da heißt, wenn Joab küsst, so muss ein frommer Abner sterben. Darf ich schnell fragen, wer von Ihnen hat schon von diesen beiden Herren gehört? Ah doch, ja, du sowieso und er, ja, okay. Ja. Also, ich wusste es nicht und das Lustige war, als ich Karl bat, mir die Geschichte so zu erzählen, hast du also ziemlich Anlauf gebraucht. Ja. Sonst kennt er jede Person in der Bibel. Ja, ich habe es zur Sicherheit aufgeschrieben. Es ist eine Geschichte im Zusammenhang mit dem Tod Sauls. Die Frage, wer wird jetzt Nachfolger? Und zwar war der Abner, der stand auf Sauls Seite und er hat sich dann für Sauls Sohn Isboset eingesetzt und für ihn gekämpft, aber die bekamen dann Krach miteinander und dann hat Abner die Seite gewechselt und sich auf Seite Davids gestellt. Aber dieser Abner hat schon etwas auf dem Gewissen. Er hat nämlich im Kampf den Asael, den Bruder des Joab, das wäre der andere, der auf Davids Seite stand, hatte den Bruder umgebracht. Und der Joab, der hat einen kurzen Prozess gemacht und hat Selbstjustiz geübt und diesen Menschen einfach erschlagen. Abner ist also umgebracht worden. Und weil David dann nicht den Joab als Feldhauptmann nahm, sondern einen anderen, den Amasa, machte Joab auch mit dem noch kurzen Prozess und brachte ihn ganz heimtückisch um, indem er ihn umarmte und küsste und nachher mit dem Schwert erstach. Und um das Ende dann abzurunden, der sterbende David hat seinem Sohn Salomo noch Auftrag gegeben. Du weißt ja, was dieser Joab da alles uns angetan hat. Du wirst nach deiner Weisheit handeln und Joabs graue Haare nicht im Frieden ins Totenreich hinunterkommen lassen. Mit anderen Worten, dafür sorgen, dass er eines anderen Todes stirbt. Also, die Bibel schildert halt nicht nur, wie die Welt sein sollte, sondern auch manchmal, wie sie ist. Sie können sich vorstellen, wie Bach hier mit den Akkorden arbeiten, malen und ausdrücken kann. Vom schönen, fröhlichen F-Dur mit einer verminderten Quarte steigt er in einen verminderten Septakkord ein. Falsche Welt, dir trau ich nicht. Das wäre die richtige Auflösung, Bach aber. Falsche Welt, dir trau ich nicht. Diese Halbtonverrutschung, Sie hören sehr gut, kann diesen misstrauischen Blick der Sängerin, der Sopran-Solistin, die alle Nummern singt, natürlich aufs Schönste darstellen. Und dann die Skorpionen. Hier muss ich unter Skorpionen und unter falschen Schlangen wohnen. An den Appenzeller Bachtagen haben wir aber gehört von Jörg Andreas Oetticher, er wird auch heute das Cembalo spielen, dass die Sängerinnen und Sänger Möglichkeiten hatten, mit kleinen Zusatznoten Akzente zu setzen. Und hier zum Beispiel kann man aus dem Regelkodex von Stölzl, von Telemann und von anderen Kollegen um Bachs Zeit lernen, dass man einen Schleifer machen kann. Falsche Welt. Mit sogenannten Appoggiaturen. Welt, Welt. Dissonanzen darstellen. Dir trau ich nicht. Hier muss ich unter Skorpionen. Solche Töne, solche kleine Triller, solche Noten unterstützen. Und wir haben das jetzt versucht, heute Abend an Ihnen zu präsentieren. Also die Zusatzverzierungen sind aus der Zeit gewonnen. Und so weiter und so fort. Bei der Falschheit, die Redlichkeit, die Welt wird verbannt, die Heuchelei. Sie werden es heute Abend hören. Eine Unzahl an komplexen, harmonischen, melodischen und verzierungstechnischen Details. Und dann die Arie.
Willst du vielleicht vom Text ausgehen, Karl? Ja, also immerhin, wir würden vielleicht sagen, wie auch immer, auf jeden Fall, wenn ich gleich verstoßen bin, immerhin ist die falsche Welt mein Feind, so bleibt doch Gott mein Freund, der es redlich mit mir meint. Hier ist die Wende zum anderen. Der Dichter, wir kennen ihn leider nicht, drückt damit aus, also wenn Gott mein Freund ist, dann kommt das alles einen anderen Rang, ist das alles nicht mehr so wichtig. Denn Gott meint es redlich mit mir. In der Musik bin ich der Ansicht, dass man vor allem dieses Abgerissene zu Gehör bekommt. Die Violinen, und zwar sehr interessant, es sind zwei Violinen. Sie spielen das gleiche, sogenanntes Unisono. Das war nicht ganz zusammen, so wäre es dann. Und jetzt trennen sie sich, jetzt sind sie wieder zusammen. Also sie fahren in den Klang, sie gehen auseinander. Es sind kurze Motive, sie werden imitiert von der Bassgruppe. Generalpause jetzt. Jetzt die Sängerin. Immerhin, 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 wenn ich gleich verstoßen bin, immerhin, immerhin. Immerhin, immerhin, immer diese Figura Gorda. Diese Zerrissenheit, die wird dann im zweiten Teil sogar noch gesteigert. Da hätte ich wieder Ihnen ein schönes Beispiel. Sie sehen, was ich noch vergessen hatte, Buchstabe Bertha, der verminderte Septakkord. Und nachher die falsche Welt. Falsche Welt, dir trau ich nicht. Und dann die schönen Skorpionen, die Heuchler und die sogenannten Freunde, die Stories und so weiter. Sofort. Und jetzt bei D, Dora, sehen Sie den Text. Ist die falsche Welt mein Feind? O, so bleibt doch Gott mein Freund, der es redlich mit mir meint. Und das möchte ich einmal langsam Ihnen vorsingen. Dann hören Sie die gewundenen Wege der Harmonie und wie sich dann beim Wort Gott die Musik in ein friedliches, schönes F-Dur entwickelt. Ist die falsche Welt mein Feind, o, so bleibt doch Gott mein Freund, der es redlich mit mir meint, der es redlich mit mir meint. Die Weiche und Süße haben Sie sicher sofort mitbekommen. Die verwundenen, gewundenen Wege möchte ich Ihnen nochmals vorzeigen. Ist die falsche Welt mein Feind, o, so bleibt doch Gott mein Freund, der es redlich mit mir meint. Auch hier, was wir immer wieder mal feststellen, Bach kann mit geringen Mitteln die gleiche Motivik, die gleichen paar Noten in eine andere Sachlage bringen und so durch eine Bewegung der Ebene neue harmonische Ausdrucksformen finden, die dem Text gerecht werden. Dieser Umschwung, der im Text von mir auch ausgesehen auch klarer ist, erfolgt in der Musik vielleicht noch nicht so sehr. Hingegen hat die Musik noch etwas ganz Bestimmtes zu bieten für mich, nämlich diesen sehr ruhigen und klaren Affekt, ich lass mich nicht so schnell von den Spöttern beeinflussen. Ich stehe hin und mach immerhin, 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 immerhin. Ich habe sie nicht gezählt, aber es sind sehr viele Immerhins, die Bach hier
in der Musik verwendet. Und dann der eigentliche Umschwung in der Kantate, auch musikalisch hörbar, die Nummer 4. Vielleicht zwischenhin noch ein Hinweis auf den Bibeltext, über den damals gepredigt wurde. Es ist die Geschichte, wie die Schriftgelehrten kommen und Jesus fragen wegen der Steuer. Sie schmeicheln ihm und sagen: Meister, wir wissen, dass du ehrlich bist und wahrhaft und dass du den Weg der Wahrheit Gottes lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst. Wir haben eine Frage. Ist es recht, dem römischen Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Und Jesus durchschaut sie natürlich, denn hier kann er antworten, wie er will, so ist es falsch. Wenn er sagt, ja natürlich, man muss sie zahlen, dann können sie ihn bei den frommen Israeliten anklagen und sagen, das ist ein Kollaborateur, der arbeitet der römischen Besatzungsmacht in die Hand. Wenn er sagt, nein, das müsst ihr nicht zahlen, dann können sie ihn beim Pilatus anklagen und sagen, wir haben da einen gefunden. Und Sie kennen die Geschichte, er fragte dann ja, zeigt einmal eine Münze, mit der ihr das zahlt, was ist da für ein Bild drauf? Und dann sagen sie, ja, das des Kaisers. Und dann kommt die bekannte Antwort, also gebt dem Kaiser, was des Kaisers und Gott, was Gottes ist. Das hat der Dichter hier nicht behandelt, sondern hat das alles aufgehängt an der falschen, infamen Weise, eben wie man zuerst schmeichelt und sagt, du weißt alles ganz gut und du willst uns eine Antwort geben und ihn da aufs Glatteis führen. Aber das hat dann nicht geklappt. Und jetzt also zu dieser Arie, Gott ist getreu. Auch das kommt, wie das immerhin, kommt also mehrmals vor. Im Textheften finden Sie es also mindestens 3-mal hier abgedruckt, und aber gesungen wird es, glaube ich, etwa 7-mal oder was. Gott ist getreu, ein Satz aus dem 1. Korintherbrief des Apostels Paulus. Er wird mich nicht verlassen, will mich die Welt und ihre Raserei in ihre Schlingen fassen. Wenn der Dichter heute käme und sagen würde, die Raserei, was ich damals als Raserei empfand, war ja noch die reine Gemütlichkeit im Vergleich zu dem heute. Will mich die Welt ihre Raserei in ihre Schlingen fassen, so steht mir seine Hilfe bei. Gott ist getreu, auf seine Freundschaft will ich bauen. Und das ist jetzt ja ein Rezitativ, aber man kann auch in ein Rezitativ manches hineinlegen, es nicht einfach nur so herunterlesen, oder? Wie sagt? Gott ist getreu, er kann mich nicht verlassen. Das war jetzt die Lutzsche Version, wollen Sie eine andere? Gott ist getreu, er kann mich nicht verlassen. Wenn Sie etwas verzweifelter wären, wär's. Gott ist getreu, er kann mich nicht verlassen. Welche würden Sie wählen? Nein, hören Sie, was macht Bach. Gott ist getreu, er kann mich nicht verlassen. Die intime Sicherheit mit Gott in Frieden durch diese tiefe Lage und dann ein gleichsam ariosohaftes Motiv. Für den dritten Band des wohltemperierten Klaviers dieses Stück dann natürlich schön ausgearbeitet als Präludium in B-Dur aufnehmen. Es ist ein Motiv, das er
verwenden könnten. Das kommt immer wieder mal in ähnlicher Form vor. Einmal ist es Gott ist getreu. Dann singt er weiter. Auf seine Freundschaft will ich bauen und meine Seele, Geist und Sinn und alles, was ich bin, ihm anvertrauen. Gott ist getreu. Gott ist getreu, Gott ist getreu, Gott ist getreu, Gott ist getreu. Mal Cello, mal Fagott. Fagott und Cello spielen die Stimme alleine und miteinander. Sehr spannend in den Rezitativen hier. Nicht nur das Cello, sondern das Fagott ist von Bach als Unisono-Instrument vorgesehen. Dieses Hin und Her dieser Melodie. Und vielleicht ein letztes Wort zu diesem Rezitativ. Der höchste Ton im Stück ist hier einmal nicht Gott, sondern und alles, was ich bin, ihm anvertrauen. Das fand ich schon sehr spannend, dass dieser Ton durch den Hochton ausgezeichnet wird. Wenn Sie die Melodie anschauen, bei F habe ich es dargestellt. Es sieht aus wie ein F und könnte aber auch ein E sein, ganz rechts bei der Mitte, nämlich den Anfang dieses Motiv. Gott ist getreu. Und wenn Sie die Sternlein-Noten anschauen, das ist das sogenannte SNP, das sogenannte Stille-Nacht-Prinzip. Ja, SNP. Zu meiner Schande wusste ich nämlich nicht einmal am Anfang, was das heißt, aber jetzt ist es mir wieder in den Sinn gekommen. Ist es nicht interessant, dass in Brandenburg 1 dieses SNP-Motiv so wichtig ist und hier wieder? Wir kommen noch auf weitere solche Funde. Vielleicht spüren Sie, wie ich dann am Schluss mich entscheide, was ist dieser erste Satz im Gesamtkontext. Schauen wir uns aber die Devise an, die du ausgesucht hast. Ich halte es mit dem lieben Gott. Oder wie ich es dann nannte, Gott mit mir und ich mit Gott. Hier kommt nun das Vertrauen des zuversichtlichen, mutigen Christen zur Geltung. Ich halte es mit dem lieben Gott. Die Welt mag nur alleine bleiben. Gott mit mir und ich mit Gott, also kann ich selber Spott mit den falschen Zungen treiben. Das heißt also, ich muss mich nicht ärgern über den Spott, den andere mit mir tragen, die mich auslachen wegen meines Glaubens, sondern ich kann auch über sie lachen, weil ich weiß, ich habe doch das bessere Teil erwählt. Eine recht selbstbewusste Art des Christseins. Ich bin gespannt, wie das in der Vertonung klingt. Es sind drei Oboen, welche mit dem Basso Continuo das Ritornell eröffnen. Und zwar sehr hoch. Blocksatz könnte man das nennen. Sie hören? Die Instrumente bewegen sich alle in einem blockmäßigen, engen Klang. Fanfaren zum Beispiel. Und wenn Sie die Big Band Riffs denken, diese Blocksätze haben auch im Jazz diese herrlich erfrischende Bedeutung. Und ich sehe hier diesen selbstbewussten Christen, den du erwähnt hast. Und dann kommt noch der Bass, der kommt nämlich nicht, sondern macht Jetzt geht's weiter, hören Sie zu.
jetzt kommt die Sache doch ein bisschen ins harmonisch Schwierige, aber jetzt löst sich's wieder auf, jetzt wird's wieder frisch. Diese harmonische Sache, die ich Ihnen gespielt habe, mir kommt das wie die Dornen vor, die, wenn man Rosen haben möchte, halt leider dazu gehören. Das lateinische Zitat, bitte, Karl. Sine, wie heißt es? Aha. Semper in spinis numquam sine rosis. Das soll ein Motto für den Gallus gewesen sein, der da in die Steinachschlucht hinaufkam und dann in die Dornen fiel und dann sich gesagt habe, das ist ein guter Ort. Immer in den Dornen, aber nie ohne Rosen. Ein bisschen von dem habe ich gehört und das habe ich ja schließlich von dir gelernt, und zwar in einer Einführung. Ja. Also, nun, wie wird das mit dem Spott dargestellt? Das heißt, Gott mit mir und ich mit Gott. Gott mit mir und ich mit Gott. Gott mit mir und ich mit Gott. Also kann ich selber Spott. Oh, 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 alles kann ich selber Spott. Das hören Sie dann heute Abend wunderbar von unserer Nachtigall gesungen. Schauen Sie vielleicht das unterste Beispiel an. Ich kann Ihnen nämlich dort noch ein Detail zu diesem Spott zeigen. So kann ich selber Spott mit den falschen Zungen treiben, mit den falschen Zungen treiben. Wenn Sie zählen, ein Dreivierteltakt, so kann ich selber Spott mit den falschen Zeugen treiben. Hier bricht Bach mit dem Takt, er macht nicht Barbara, Barbara, sondern macht Anna. Anna, so kann ich selber Spott mit den falschen Zungen. Eine raffinierte Art. Also mit Verschiebungen des Taktschwerpunktes und mit schnellen Noten stellt Bach als Gegensatz den Spott dar. Aber schauen wir uns doch das Kästchen, das ich in meinem Arbeitsblatt gemalt habe, zu guter Letzt noch an. Eine wunderbare Melodie, die ich Ihnen gerne sogar empfehlen würde zu singen. Ich schlage vor, eine Quinte tiefer, eine Quarte tiefer. Denken Sie ans Rütli-Lied von Ferne sei herzlich. Es heißt, ich halte es mit dem lieben Gott. Wollen wir das mal singen? Ich halte es mit dem lieben Gott. Klingt vielversprechend, könnte noch etwas kräftiger sein. Ich halte es mit dem lieben Gott. Und wenn Sie die Noten wieder anschauen, haben wir wiederum das Stille-Nacht-Prinzip, das im Thema konstituiert, wichtig ist. Und so bin ich eigentlich dann doch der Meinung, Ouvertüre und Kantate haben einen tiefen Zusammenhang. Enden tut die Kantate wiederum mit einem Choral. Zuerst etwas zum Text. Ja, so siegessicher ist man als Christ halt dann doch auch wieder nicht und weiß immer wieder, dass es gilt zu beten. Dieser Vers ist aus einem Psalm des Alten Testaments geschöpft, aus Psalm 31, wo es heißt, auf dich, o Herr, vertraue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Also der Dichter weiß, ich bin angewiesen darauf, dass du mir die Treue hältst, dass du mir hilfst und dass ich nicht schwach werde. Es hat Leute gegeben, die Christus Treue bis in den Tod schwörten, wenn Sie an den Petrus denken, und der dann bei der erstbesten dummen Gelegenheit schwach wurde und seinen Herrn und Heiland verriet. Also erhalte mich in deiner Treue, Herr Gott.
Man kann ja auch froh sein, dass Petrus da nicht so standhaft war, sonst hätten wir die herrliche Arie aus der Matthäus-Passion nie zu Gehör bekommen. Nun aber hier zum Choral. Die beiden Hörner kommen wieder hinein. Und hier haben wir wirklich alpenländische Klänge. Diejenigen, die den evangelischen Choral etwas kennen, erkennen vielleicht: Mein schönster Zier und Kleinod bist. Hier mit dem Text: In dich habe ich gehofft, Herr. In dich habe ich gehofft, Herr. Und da lasse ich dann heute Abend vom Cembalo schöne Zeilenzwischenspiele hineinspielen. Wenn man denkt, dass am Anfang die Hörner waren und am Schluss die Hörner, könnte man auch sagen, ist das nicht auch ein Beweis dafür, dass Bach sich das als Einheit vorstellt und nicht als höfischen Gegensatz? Das Stille Nacht-Prinzip, das ich Ihnen gezeigt habe, das durch das ganze Stück hindurchgeht, der verminderte Septakkord, der sozusagen eingebunden ist und aufgelöst, könnte es nicht sein, dass Bach sich den Gedanken gemacht hat, es wäre dieser prachtvolle Moment darzustellen mit dem prachtvollen Stück, wie es dann vielleicht einmal sein könnte im himmlischen Saal mit dem großen Gastmahl. Das ist doch ein biblisches Bild, wenn ich das in richtiger Erinnerung habe, Karl. Ja, sicher schon, ja. Also das ist ja das Schöne, dass Jesus das, die Existenz des Christen mit der Teilnahme an einem Fest vergleicht. Und nicht mit irgendeiner Jammer-Sinfonie. Ja. Ist das nicht ein schönes Schlusswort, meine Damen und Herren? Herzlichen Dank.